So, meine Freunde, und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad Max. So, wir werden jetzt weiter auf die Suche gehen, irgendwie die ganzen Sachen zu kriegen. Da hinten, da blinkt auch irgendwas, aber ich weiß nicht, wie wir da alles hinkommen sollen. Egal. Ich bin immer noch fast tot. Ich glaube, wir sollten mal gucken, dass wir vielleicht irgendwas zu essen finden oder so. Ist ja vielleicht eine ganz... Ah, vielleicht kommen wir ja... Geht das? Kommen wir hier irgendwie ran? Nicht? Nein? Nicht? Eben gerade konnte ich das noch kaputt. Ah. Anders kommen wir da auch nicht ran, aber irgendwie ist es auch scheiße, seine Munition dafür zu verschießen, nicht? Ich meine. Ah, ob das so ein groß. Ah, nein! Ich wollte nicht runterfallen. Hier wieder hochlatschen. Oh Mann, wir brauchen unbedingt was zu essen oder irgendwie was zu trinken oder so. Das. Wir sind ganz schön angeschlagen nach dem kleinen Kampf hier. Wir können nicht direkt das nächste. Oh, was haben wir hier? Oh nein. Was hat man da schon wieder gehört? Okay, ein Messer. Ah, da sind sie schön am... Was ist jetzt los? Habe ich gerade irgendwas verpasst? Hä? Muss ich das jetzt irgendwie verstehen? Was gerade Sache war? Lol. Bam. Hier ist noch Schrott. Hier ist auch noch Schrott. Hier läuft irgendwo jemand rum, aber ich weiß nicht wo. Lol. Wow. Wo kommt der Pisser her? Du Arsch, Alter. Wo kam der her? Wie ist der hier reingekommen, verdammt nochmal? Junge, ich gehe hier gleich noch drauf, ey. Kann doch nicht sein, dass der hier einfach so reinplatzen kann. Boah, Alter. Boah. Ja, ja. Ja, ihr haut hier schön alles. Ne? So, was fehlt uns jetzt noch? Da oben waren wir ja schon. Gehen wir mal noch weiter runter. Da waren wir schon. Kommt man nicht auch irgendwie irgendwo sehen, was noch fehlt und so? Aber was ist das da für ein Riesenzeichen? Da muss ich jetzt mal hin. Wie kann man denn da jetzt hin? Das hier war ja irgendwie so eine... Ah, hier gehen wir mal hoch. Ah ja, genau. Hier runter und dann waren wir ja hier. Stimmt. Es ist nicht gefährlich, so. Was ist hier? Was bringt uns das Ding jetzt? Warum steht der hier? Das Zeichen über dem Wagen oder nö, lol, das ist weg. Ah, hier können wir auch mal hochgehen. Hoffe nur, dass da jetzt nicht gleich so ein Typ einfach angesprungen kommt. Weil so viel Leben haben wir nämlich auch wieder nicht. Ah, geil. Bam. Oh, hier brauchen wir ja so ein scheiß Brecheisen. Wo kriegen wir das Drecksbrecheisen her, Mann? Das fehlt uns schon. Hat uns schon in der letzten Hütte irgendwie gefehlt. So, was fehlt mir jetzt noch? Nein, verdammt. Karte. Nur noch Schrott. Zwei Schrott fehlen uns. Das ist aber hoffentlich nicht da drinne. Und es ist da drin und wir kriegen es nicht auf. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo wir jetzt ein Brecheisen herkriegen sollen. Gibt uns das dann der Jump Bucket, wenn wir hier, ne? Ich weiß es halt nicht. Benötigt Brecheisen, ey. Auch echt kacke irgendwie. Ja, aber sonst ist hier nichts. Als wenn das hier so, nur so ein bisschen war.
Oder können wir das auch auf explodieren lassen? Okay, tolles Deutsch. Ich weiß es nicht. Klettern. Lol, geil, es funktioniert. Bitte lass es kaputt gehen. Bitte, ich will da rein. Und nicht dabei drauf gehen. Nur so. Anzünden. Werfen. Und laufen, laufen, laufen. Boah. Und? Geil! Es ist offen! Ah, geil. Letztes Schrott. So. 100% geklärt. Jawoll. Haben wir jetzt... Was ist das? Warum war da gerade so viel rot? Jetzt wissen wir auf jeden Fall, auch wenn da steht mit Brecheisen, die Explosion ist stärker. Okay, dann hauen wir jetzt mal ab. Gehen erstmal zurück zur Basis, bringen den Wagen ab. Bringen den Wagen dahin. Vielleicht bringt uns das ja irgendwie was. M. Nein, verdammt. Tab. Ich verwechsel das immer wieder. Okay, dann fahren wir da jetzt mal wieder hin. Jump Bucket fährt uns hoffentlich auch hinterher. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Das Ding war total nah an unserer Base, ey. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte wirklich, das hat uns schon gehört. Vielleicht haben wir auch irgendwie Glück und wenn wir dann in der Festung sind, dass wir wieder Leben bekommen oder sowas. So können wir hier nicht weiterlaufen. Da gehen wir ja direkt drauf. Guten Morgen, Männers. Hat uns das was gebracht? Bitte. Schrott abgeliefert. Ölbrunnenbelohnung voller Treibstofftank. Fahrzeug wurde bereits... Ja, das wusste ich schon. Aber ich brauche trotzdem was zu essen. Oder zu trinken. Wie viel Schrott haben wir denn jetzt? Boah! Das ist viel. Dann mal hin damit. Mal sehen, was uns das jetzt genau gebracht hat. LOL! Diese ordentliche Menge Schrott hat zum Wachstum der Festung beigetragen. Wird jetzt was gebaut? Passiert jetzt was? Jeets Festung verbessert. Was ist denn daran jetzt besser geworden? Oh lol! Alter, die Ding jetzt besser. Okay, mal gucken. Vielleicht haben wir ja. Vielleicht seht ihr ja. Also hier sehe ich jetzt nichts Großes, aber. Die tun ja jetzt anscheinend arbeiten, die Männers. Das ist doch mal was. Das hier kann man noch nicht machen. Da fehlen uns noch zwei Tage. Ah, warte mal, lol. Auf Karte markieren. Nee, warte, genau. Wir gehen jetzt mal zum Wassertank. Und markieren das, wie viel wir fehlen uns hier. Kostenlos auffüllen können. Wie bauen wir denn das? Keine Ahnung. Das hat sich wirklich fast verändert. Das wusste ich nicht. Hier haben wir ja schon einen Teil. Und wo ist das andere? Wo ist das? Betritt die Höhle der Menschentreiber. Ödlandsmission. Hier war irgendwo... Alter, was ist das denn? Nee, da will ich jetzt garantiert nicht hin. Ziel der Legenden, bla bla, okay. Sprich mit Ödländern, um längere dauernde Aufgabe zu halten. Ja, bla bla. Wie kam noch hier aus Jeans Versteck? Alter, das ist doch... What the fuck? Ich verstehe das nicht so ganz.
Hier haben wir auch noch überall Schrott. Hier ist noch einiges, was wir finden können. Naja, mehr oder weniger. Hier ist auch noch ein historisches Relikt. Okay. Ich glaube, ich werde in nächster Zeit mal eine längere Folge machen und dann können wir hier mal einiges abklappern, weil hier ist ja noch sehr viel, was man jetzt so auf den ersten Blick sehen kann. Aber wir brauchen das mit dem Wasserding. Wo finden wir das? Relikt, Schrott. Hier ist auch nochmal Schrott. Das Ding müssen wir auch irgendwie mal zerstören oder sowas. Keine Ahnung. Historisches Relikt. Spekre. Nein, das suche ich ja nicht. Oder ist das denn hier? Oh, Alter. Irgendwie will ich da nicht hin. Verrücktes Rennen. Historisches Relikt. Putz. Crew Teil 0 von 1, okay. Historisches Relikt. Schrott. Ich weiß nicht, wo wir das finden. Und haben wir das hier nicht angegriffen? Ne, das war das hier unten. Hier haben wir auch noch nicht alles. Da sollten wir vielleicht dann auch noch mal hingehen. Aber das sollten wir, können wir als nächstes mal angreifen. Und wie da, was das hier mit den Minenfeldern ist, das verstehe ich immer noch nicht. Und hier können wir auch vielleicht da mal hinfahren und dann das hier machen. Aber trotzdem, was ist das? Wasserspeicher. Das ist hier, da oben. Das ist ja voll weit weg, ey. Was ist das hier? Ach so, hier sind noch die ganzen Sachen, die man zerstören kann und... Oh. Minenfelder können wir hier, müssen wir hier auch noch alle finden. Und das Lager zerstören. Okay. So langsam komme ich dahinter, wie das Spiel funktioniert. Ist aber schwer. Und hier ist die Putzcrew, dann wird die auch, sieht das Ganze bestimmt auch mal anders aus. Also hier ist einiges. Alter, die sind noch krank, die Typen. Naja. Okay. Ja, das sah vorher auf jeden Fall anders aus. Mit dem Schrott kommt man ziemlich weit. Das sollte man vielleicht öfters mal nochmal abliefern. Wir brauchen mal hier nochmal 1000 Schrott, Alter. Und dann brauchen wir noch eins, das ist dann bestimmt 5000 oder sowas. Wie viel haben wir denn jetzt noch? 293. Können wir noch eine Verbesserung einbauen, mein Lieber? Nein, nein. Hier, so. Nein, das war's nicht. Das war hier. Werkstatt. Verbesserung, nochmal irgendwas. Karosserie, hier war doch irgendwo was. Ich weiß nicht, wo das war. Oder sollen wir das so nehmen oder wie? Was passiert denn, wenn wir das hier nehmen? Ach so, wären wir gar nicht scheiße. Was ist das hier? Ohne. Was war das hier? So. Leuchtet dieses Ding trotzdem noch? Ach, wir müssen das ganz Standard so machen, oder wie? Vielleicht ist das genau das, was der Typ meint. Aber dafür brauchen wir noch Schrott. Und Schrott suchen wir erst in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Und da ist unser schöner Hund. Ich mag den. Der sieht so ganz nett aus, auch wenn er uns am Anfang angegriffen hat. Naja, bis dann, ciao.